muss ich für meine gesetzliche Unfallrente einen Rentenantrag stellen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Folgende Situation kann mal wirklich passieren, wünscht man Ihnen natürlich nicht, aber kann passieren. Sie haben einen Arbeitsunfall erlitten und liegen nach einer schweren Operation in der Unfallklinik. Die ersten Wochen waren Sie überhaupt nicht ansprechbar. Und so nach 8 Monaten Behandlung und Reha kehren Sie so ganz langsam in Ihr normales Leben wieder zurück. Und Sie wundern sich, als Sie nach Hause kommen, also aus dem Krankenhaus kommen oder aus der Reha kommen, die Berufsgenossenschaft hat Ihnen eine Unfallrente bewilligt. Und Sie sagen sich, Mensch, ich habe doch gar keinen Rentenantrag gestellt. Jetzt hat der Knöppel in mehreren Videos erklärt, ich bekomme doch meine Rente nur dann, wenn ich einen Rentenantrag stelle. Ich gebe Ihnen recht, grundsätzlich ist es so, ohne Rentenantrag keine Rente. Das bezieht sich aber grundsätzlich nur auf die gesetzliche Altersrente oder die gesetzlichen Renten nach dem Sozialgesetzbuch Nr. 6. Für die gesetzliche Unfallversicherung gilt eine andere Regelung. Der § 19 Satz 2 SGB 4 sagt, hier für die gesetzliche Unfallversicherung oder Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden grundsätzlich von Amts wegen geleistet und auch bewilligt. Das heißt also, Sie müssen dafür keinen Rentenantrag stellen. Also Sie müssen überhaupt keinen Antrag dafür stellen, ob Sie zum Beispiel ob Sie das Verletztengeld bekommen, ob Sie eine Verletztenrente bekommen. Es gibt Ausnahmen, die stehen im SGB 7 drin. Das ist praktisch das gesetzliche Unfallrecht. Da muss ich also für verschiedene hinterbliebenen Rentenleistungen tatsächlich einen Rentenantrag stellen. Das sind aber Ausnahmen. Das heißt also, das Prinzip, dass ich einen Rentenantrag stellen muss, um eine Rentenleistung zu bekommen, gilt im gesetzlichen Unfallrentenrecht nicht. Deshalb bekommt unser spezieller Fall hier eine Verletztenrente nach dem Verletztengeld. Und zwar von Amts wegen berechnet, bewilligt durch die Berufsgenossenschaft. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, oder auch vielleicht für die Zukunft, nur dass Sie es wissen, Sie müssen hier bei der gesetzlichen Unfallrente keinen Rentenantrag stellen für eine Verletztenrente. Näheres zum Thema Unfallrente, Altersrente aus der gesetzlichen Rente und Rentenantrag finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.